Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuschauer. Heute kommen wir zu dem zweiten Tier aus der Erde, so wie es in der Offenbarung im 13. Kapitel in den Versen 11 bis 18 beschrieben wird. Zunächst müssen wir uns aber wieder orientieren, wo wir uns in der Offenbarung befinden. Nach der Einleitung in Kapitel 1, welche uns den Aufbau dieses Buches erklärt, werden in den Kapiteln 2 und 3 die sieben Gemeinden in Asien beschrieben, welche auch zusätzlich zeitgeschichtliche Entwicklungsstufen der Gemeinde beschreiben. In Offenbarung 4, Vers 1 haben wir das Ereignis der Entrückung finden können und zeitgleich die zweite Etappe der ersten Auferstehung. Die erste Etappe der ersten Auferstehung war Jesus selber, der in allem der Erste ist. Wir haben dafür 12 biblische Begründungen innerhalb der Offenbarung beleuchtet und weitere 12 biblische Begründungen außerhalb der Offenbarung. Also insgesamt 24 biblische Begründungen für diesen Termin und noch sehr viel mehr Bibelverse. In den Kapiteln 4 und 5 sehen wir, was nach der Entrückung im Himmel los ist. Dies dauert eine absichtlich unbestimmte Zeit X. Und in Offenbarung 19 kommt Jesus mit den vorher Entrückten wieder zurück auf die Erde, auf den Ölberg. Dazwischen liegt die 70. Jahrwoche für Israel, welche sehr viele Male in 3,5 plus 3,5 Jahre unterteilt wird. Und die Offenbarung selber beschreibt in diesen letzten 7 Jahren unseres Zeitalters 3 Ereignisserien. 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. Das letzte Ereignis einer Ereignisserie ist dabei immer die nächste Ereignisserie komplett. Dann gibt es noch 7 erklärende Einschübe in diesen 3 Ereignisserien. In diesen Einschüben wird auch mal in der Zeit gesprungen. Sie erklären in Bildern, was geschehen wird und zeigen unter anderem auch, was im Himmel geschieht und dann danach Auswirkungen auf der Erde haben wird. Auch diese erklärenden Einschübe sind streng strukturiert. Immer vor einer Ereignisserie, mittendrin und nach einer Ereignisserie ist ein erklärender Einschub. Die Kapitel 4 und 5 waren zusammen der erste Einschub, der uns zeigt, was nach der Entrückung im Himmel geschieht. Dies ist eine unbestimmte Zeit von 0 bis x Jahren. Ab Kapitel 6, Vers 1 fangen die ersten Siegelgerichte an und auch die 70. Jahrwoche für die Israeliten. Die zweiten 3,5 Jahre der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters sind noch einmal unterteilt in 1 plus 2 plus ein halbes Jahr. Wenn wir diese in der Offenbarung und bei Daniel vorgegebenen Zeitunterteilungen mit den 3 Ereignisserien und einer angegebenen Ruhezeit in Einklang bringen, erhalten wir folgende Zeitangaben für jede Ereignisserie. Wir sind jetzt im 13. Kapitel der Offenbarung und somit immer noch im 5. erklärenden Einschub. Dieser Einschub ist besonders lang und geht von Kapitel 11, Vers 15 bis Kapitel 16, Vers 1. Denn erst in Kapitel 16, Vers 2 hören wir etwas von der ersten Zornschale. Aus dem ersten Vers der Offenbarung wissen wir, dass dieses Buch eine Offenlegung von unserem Herrn Jesus Christus selber ist, welche er durch einen Engel dem Apostel Johannes gegeben hat. Und wir erfahren auch, dass dieses Buch speziell für die Knechte Jesus geschrieben ist. Diese Aussage ist enorm wichtig, um zu begreifen, wieso auch für teilweise sehr studierte Theologen dieses Buch völlig unverständlich bleibt oder warum sie krasse Fehldeutungen bezüglich dieses Buches machen. Sie sind eben nicht die Knechte unseres Herrn Jesus Christus. Aber auch seine Knechte haben trotz Offenlegung oft eine beschränkte Einsicht in dieses Buch, weil sie zum Beispiel das wörtliche Verständnis ablehnen. Und ganz wichtig, dieses Buch soll den Knechten des Herrn außerordentliche Freude machen, was wir in Vers 3 lesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Jetzt hören wir uns Gottes Wort aus der Offenbarung, Kapitel 13, die Verse 11 bis 18, aus der Schlachterbibel vom Jahre 2000 an. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen,
und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. Gleich am Anfang wird uns gesagt, dass dieses zweite Tier aus der Erde kommt. Weil das erste Tier aus dem Meer kam und eindeutig mit dem Meer das Völkermeer gemeint war, ist jetzt auch klar, dass mit Erde Israel gemeint ist. Dieses zweite Tier wird mit einem Lamm verglichen, weil es Hörner wie ein Lamm hat. Hier wird klar gemacht, dass sich dieses zweite Tier auch als eine Art Messias ausgeben wird. Aber schon im gleichen Satz wird gesagt, dass es reden wird wie ein Drachen. Das ist ja auch gar kein Wunder, weil es vom Drachen, also von Satan, seine Macht hat. Vers 12 sagt, dass es alle Macht wie das erste Tier hat, von dem wir ja schon aus Vers 4 wissen, dass diese Macht direkt von Satan selbst kommt. Da dieses zweite Tier macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, könnte man das zweite Tier, der ja der Herrscher von Israel ist, auch als den Propagandaminister vom ersten Tier beschreiben, welcher der Herrscher des wiedererstandenen römischen Reiches ist. Und es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das erste Tier eine tödliche Wunde hatte. Wie schon erwähnt, hatte nicht nur das Reich eine tödliche Wunde, sondern auch der Herrscher dieses Reiches selber. Und von dieser tödlichen Wunde wird erst hier, bei den zweiten 3,5 Jahren gesprochen und nicht bei den ersten 3,5 Jahren, wo wir dieses erste Tier bereits als den ersten apokalyptischen Reiter identifiziert haben. Das ist ein weiterer biblischer Beweis dafür, dass diese tödliche Wunde von den beiden Zeugen kam, welche er ja getötet hatte, was wir aus Offenbarung 11, Vers 7 wissen. Da diese beiden Zeugen danach aber ihre persönliche erste Auferstehung und Himmelfahrt haben werden, das wird die dritte Etappe der ersten Auferstehung sein, wirken sie danach nicht mehr auf der Erde. Dieses erste Tier, der Herrscher des wiedererstandenen römischen Reiches hingegen, bleibt aber sichtbar auf dieser Erde übrig und kann sich deshalb als Sieger ausgeben und jetzt seine Macht ungehindert auf dieser Erde entfalten. Das zweite Tier macht nicht nur, dass das erste Tier angebetet wird, sondern im Vers 13 lesen wir, dass es auch Feuer vom Himmel fallen lassen kann und sich somit selber als göttlich ausgibt. Denn dieses Zeichen war bisher immer ein göttliches Zeichen. So zündete Gott zum Beispiel das erste Opfer beim Opferaltar der Stiftshütte an und das erste Opfer im neuen Tempel von Jerusalem. Und auch Elia hat dies als Gotteszeichen dem israelitischen Volk vorgestellt. Im Vers 14 lässt das zweite Tier von den Menschen ein Bildnis zu Ehren des ersten Tieres machen. Das widerspricht dem zweiten Gebot Gottes. Aber da auch in der Bibel steht, dass der Messias ein neues Gesetz bringen wird und die Menschen dieses erste Tier als ihren auferstandenen göttlichen Messias anerkennen werden, wird dieser Frevel als neues Gesetz geschluckt. In Vers 15 erfahren wir, dass das zweite Tier diesem Bildnis echtes Leben verleiht. Dies wird mit den Worten zum Ausdruck gebracht, dass es ihm gegeben ist, dem Bildnis einen Geist zu geben
und dass es sprechen kann. Auch hiermit wird das zweite Tier als Gott ausgegeben, der echtes Leben erschaffen kann. Und dieser neue Götzen, welchen Daniel und Jesus als Gräuel der Verwüstung beschreiben, wird sprechen können und sich somit von den bisherigen Götzenbildern grundsätzlich unterscheiden. Wichtig ist auch, dass man erkennt, für welche Personengruppen diese Anbetung gilt. Es geht um den Machtbereich des ersten Tieres, welches aus dem Völkermeer kommt, und dem zweiten Tier aus der Erde. Und dies ist in erster Linie das ehemalige Römische Reich und Israel. Also Europa und wahrscheinlich auch noch die meisten seiner ehemaligen Kolonien. Oder anders ausgedrückt, die westliche Welt. Und die bisherige christlich-jüdische Welt. Darauf kommt man unter anderem durch das Wort Erdkreis, was im Original Oikumenen heißt. Dieses Oikumenen hatte nämlich damals bei Christi Geburt, bei Lukas 2, Vers 1, der Kaiser Augustus schätzen lassen. Dieses Wort mit der ganzen Welt oder auch Weltkreis zu übersetzen, führt dazu, dass man diesen Zusammenhang aus dem Auge verliert. Dieses Oikumenen war auch das Reich, welches Satan unserem Herrn Jesus Christus in Lukas 4, Vers 5 angeboten hatte. Speziell für dieses Reich ist Satan sozusagen zuständig. Bei Daniel 10, Vers 13 erfahren wir von einem Fürsten aus Persien, welcher den Engel Gabriel aufgehalten hat. Das war ein Engelfürst und kein menschlicher König. Bei dem Wort Oikumenen ist also speziell das Römische Reich gemeint. Und in Offenbarung 16, Vers 14 lesen wir zum Beispiel, dass speziell das Reich dieser Oikumenen sich in Armageddon stationieren wird. An vielen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Gott und die Propheten sich über die Götzen lustig machen, weil sie nicht sprechen können. Jeremia schreibt in Kapitel 10, Vers 5: Sie sind gedrechselten Palmenbäumen gleich. Sie können nicht reden. Man muss sie tragen. Sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Sie können nichts Böses tun. Und auch Gutes zu tun steht nicht in ihrer Macht. Aber dieses neue Götzenbild kann sprechen und es kann auch Schaden anrichten. Dennoch im selben Vers 15 aus Offenbarung 13 erfahren wir, dass dieser Götze diejenigen ermorden wird, welche es nicht anbeten. Für die neuen Christen in dieser Zeit gilt aber auch das Gleiche wie für uns heute. Sie brauchen keine Angst haben vor dem Tod, da sie im Falle ihrer Ermordung sofort zum Thronsaal Gottes gelangen. Und da sie nach diesen 7 schrecklichen Jahren ihre Etappe der ersten Auferstehung erleben dürfen, die 4. und letzte Etappe der ersten Auferstehung. In Vers 16 wird gesagt, was dieses zum Leben erwachte Götzenbild machen wird, und zwar, dass alle Menschen an der Hand oder an der Stirn ein Malzeichen gegeben wird, egal ob sie groß oder klein, arm oder reich, freie oder Sklaven sind. In Vers 17 wird uns erklärt, dass nur mit diesem Malzeichen gekauft oder verkauft werden kann und dass man den Namen des Tieres mit dieser Zahl identifizieren kann. Die Aussagen der letzten Verse waren in den letzten 2000 Jahren unerklärbar, weil die Technologie noch fehlte. Erst jetzt haben wir eine Vorstellung davon, was es sein könnte. Das Götzenbild könnte man sich mit einer künstlichen Intelligenz vorstellen. Das muss aber nicht so sein. Es kann ein echtes, lebendiges Wesen sein, weil die Bibel sagt, dass es einen Geist bekommt. Das Malzeichen kann ein Chip sein, der implantiert wird. Früher wurde es immer nur symbolisch gesehen, wobei die Hand für das Tun eines Menschen steht und die Stirn für seine Gedanken. Aber auch hier ist es dringend nötig, zusätzlich zum übertragenen Sinn, die Bibel auch immer wörtlich zu nehmen. Hier sehen wir eine Prophezeiung, welche ca. 2000 Jahre alt ist und welche ein bargeldloses Zahlungssystem vorstellt. Das war auch noch vor nur 50 Jahren unvorstellbar. Heute sprechen die Spitzenpolitiker von diesem satanischen System ganz offen, von einem digitalen, universellen Grundeinkommen. Und wohlgemerkt, universell und nicht bedingungslos.
Es ist also schon von Anfang an an Bedingungen geknüpft. Dies wird jetzt von diesen satanischen Marionetten massiv in kürzester Zeit gefordert. An solchen Kleinigkeiten sehen wir schon, wie nahe diese Zeit ist. Und unsere Entrückung ist noch sehr viel näher. Für Zeichen steht Charagma im Griechischen. Und Epi steht für in, an oder auf. Es kann auch mit in einem Platz oder inmitten übersetzt werden. Die meisten Bibeln übersetzen Epi mit an oder auf der Stirn oder an und auf der Hand. Das ist aber nur übersetzungsbedingt. Die King James Bibel übersetzt hier mit in der Stirn und in der Hand. Der neue RFID-Chip erfüllt heute schon alle Voraussetzungen, um diesen zahlungslosen Handel zu ermöglichen. Mit seiner Biobond-Umhüllung wird er auch nicht mehr vom Körper abgestoßen, sondern er verwächst an der Stelle, wo er eingesetzt wurde. Ein weiteres Patent im Zusammenhang mit dem RFID-Chip besteht darin, dass ein Tattoo an der Stelle eingeritzt wird, wo dieser Chip steckt. Die Übersetzungen von Epi, an oder auf, treten also ebenfalls ein, genauso wie die Übersetzungen in oder inmitten. Das Wort Charagma hat folgende Bedeutungen. Erstens Kratzer, zweitens Kratzwunde, drittens Ätzung, viertens Zeichen der Leibeigenschaft, fünftens Einschnitzung und sechstens Zeichen. Das Wort Charagma ist darüber hinaus mit dem Wort Charax verwandt, was zu einem Punkt wetzen und Einsatz bedeutet. Eine weitere Verwendung des Wortes Charagma ist der durchbohrende Biss einer Schlange. Die Schlange erinnert dabei nicht nur an Satan, sondern der hohle Schlangenzahn erinnert dabei an eine Spritze, mit der der neue RFID-Chip initiiert wird. Wir haben jetzt also neuerdings im 21. Jahrhundert nicht nur die Technologie, welche diesem Zeichen in Offenbarung 13, Vers 17 bis 18 ähnlich ist, sondern welche darüber hinaus alle möglichen Randübersetzungen dieser beiden Wörter Epi und Charagma mit einbezieht. Zusätzlich wird uns in Vers 18 gesagt, dass man den Namen dieses Tieres errechnen kann, indem man seine Buchstaben Zahlen zuordnet und dass die Quersumme dieser Zahl 666 ist. So kompliziert und genau steht es aber gar nicht da, mögen einige einwenden. Doch, und zwar in der Form, wie diese Zahl 666 angegeben ist. Es besteht nämlich sowohl im Arabischen, im Griechischen, im Römischen und im Hebräischen die Möglichkeit, Zahlen auf zwei verschiedene Arten zu schreiben. Bei jeder dieser vier Sprachen haben die Buchstaben andere Zahlenwerte. Hier in der Offenbarung geht es um das griechische System, weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. Die erste Art, eine Zahl darzustellen, ist das Ausschreiben. Das wird bei allen anderen Zahlen in der Offenbarung gemacht, wie zum Beispiel bei den 24 Ältesten und bei den 144.000 Israeliten, welche aus jeweils 12.000 Personen aus 12 Stämmen stammen. Diese Zahl 666 wird aber abweichend von dem Ausschreiben der Zahlen diesmal ausnahmsweise mit drei Buchstaben als Zahlenwerte geschrieben. Und zwar mit den Buchstaben Chi für 600, Xi für 60 und Sigma für 6. Diese Aussage, dass diese Zahl mit diesen drei griechischen Buchstaben im Mehrheitstext geschrieben ist, habe ich in verschiedenen Büchern gelesen und von verschiedenen Theologen gehört, unter anderem von Dr. Roger Libby. Für dieses Video wollte ich dies mit der Interlinealübersetzung unterstreichen und beweisen und musste feststellen, dass diese Aussage in der Version, die im Netz ist, nicht stimmt. Denn da steht 600, 60 und Sigma. Die 600 und die 60 sind also ausgeschrieben. So etwas wurmt natürlich. Doch als ich mich dann noch tiefer mit dieser Interlinealübersetzung im Netz befasste, musste ich feststellen, dass es die verfälschte Fassung vom Nestler-Aland-Text ist.
Ich kann nur immer wieder vor dieser modernen Verfälschung der Bibel warnen, von der heute fast alle neuen Bibelübersetzungen abgeschrieben sind. Selbst in solchen scheinbaren Kleinigkeiten verfälscht sie den Grundtext. Sie ist nahezu willkürlich aus den 10% Minderheitstexten zusammengestückelt worden, wobei die 90% Mehrheitstexte unberücksichtigt blieben. Diese Theologen, welche das zu verantworten haben, geben sich zwar wissenschaftlich, aber sie widersprechen damit der Logik der Mathematik, bei der sich der richtige Grundtext grundsätzlich in einem Mehrheitstext manifestiert. Es sind Verführer in den eigenen Reihen der Christen, welche für Christen oft noch wesentlich gefährlicher sind als äußere heidnische Kräfte. Dazu werde ich noch einmal ein Extra-Video machen, vielleicht auch eine kleine Serie, so Gott es noch zulässt. Zurück zu den Schlussfolgerungen, welche wir ziehen können, weil diese Zahl so ungewöhnlich in der Bibel im Mehrheitstext angegeben ist. Folglich muss man dann auch den Namen dieses Tieres bzw. des ultimativen Herrschers in Buchstaben zerlegen und den Buchstaben Zahlenwerte zuordnen, um dann die Quersumme zu errechnen. Auch in der Vergangenheit traf das bei einigen Namen zu, wie zum Beispiel bei Nero, dessen Name im hebräischen Buchstabensystem als Quersumme ebenfalls 666 ergibt. Dieses Beispiel präsentiert die römisch-katholische Kirche immer, um von sich selber abzulenken, denn der Name auf der Tiara, der Papstkrone, Victarius Filii Dei, auf Deutsch Stellvertreter Gottes, ergibt im römischen Buchstabensystem ebenfalls die Zahl 666. Noch ein Beispiel. Das Internet wurde von einem Juden erfunden und World Wide Web genannt. Im jüdischen Alphabet steht das W für eine 6. Oder der Balkencode, ohne den man heute schon fast gar nichts mehr kaufen bzw. verkaufen kann. Die Linien geben Zahlenwerte an. Zwei dünne Linien nebeneinander bedeutet die Zahl 6. Und bei jedem Balkencode sind am Anfang, in der Mitte und am Ende jeweils zwei dünne Linien nebeneinander. Selbst der muslimische Ausspruch im Namen Allahs, also im Namen des Teufels, weil der Allah im Koran identisch beschrieben wird, wie der Satan in der Bibel beschrieben wird und somit auch identisch ist, ergibt im griechischen Buchstabensystem die Quersumme 666. Auch der Name Allah selber mit all seinen Schnörkeln soll im arabischen Buchstabensystem ebenfalls die Quersumme 666 ergeben. All dies sind aber nur vorlaufende Schatten desselben satanistischen Systems. Die ganz aktuellen Forderungen der Spitzenpolitiker dieses satanischen Systems, dass sich die Menschen etwas injizieren lassen müssen, um weiterhin kaufen und verkaufen zu können, müsste doch jeden echten Christen mit allertiefstem Misstrauen erfüllen. Jesus hat zukünftig alle aus dem Buch des Lebens gestrichen und lässt sie durch Dämonen extra noch quälen, welche zukünftig dieses Malzeichen 666 annehmen werden. Und diese Menschen machen dies bei sehr viel mehr Druck. Beides ist extrem ähnlich und heute gibt es noch lange nicht solche extremen Repressalien. Und trotz der Ähnlichkeit knicken nicht nur viele Christen ein, sondern machen es noch freiwillig und halten es für gut. Da drängt sich bei mir unwillkürlich der Gedanke auf, ist das vielleicht ein Testballon von Gott, weil er mit solchen Leuten nichts zu tun haben möchte und er so vorselektiert, wer bei der Entrückung dabei sein darf? Gott selber weiß es natürlich auch so, aber er zeigt den Menschen immer ihren eigenen Charakter mit den Lebenssituationen, in die er einen kommen lässt. Denn nur auf diese Art und Weise müssen dann selbst die Gerichteten anerkennen, dass das Gericht Gottes gerecht ist. Heute sind wir sogar schon so weit, dass sich Menschen offen zum Satanismus bekennen können, ohne dabei von der Gesellschaft ausgestoßen zu werden.
Der diesjährige Europäische Musikwettbewerb, also Eurovision Song Contest 2021, hatte fast nur noch satanische Texte in den angebotenen Liedern, welche in Konkurrenz zueinander standen. Die Künstler und Sänger beten heute in ihren Liedern Satan oft offen an und werden dabei noch von unserer Gesellschaft bejubelt. Und das ist die Eurovision, also die Vision Europas, welche das Machtzentrum des ersten Tieres sein wird. Viele Menschen zeigen diese Zahl jetzt demonstrativ in aller Öffentlichkeit. Wie zum Beispiel bei der Patentnummer von Bill Gates in seinem Patent WO20200606066 Human, wo es tatsächlich um einen Mikrochip im menschlichen Körper geht. Solche Nummern werden dabei mit voller Absicht genommen. Die Satanisten von heute bekennen sich mit solchen Offensichtlichkeiten ganz offen. Und es gibt tatsächlich immer noch Menschen, welche dies für einen Zufall halten und solche Personen Philanthropen nennen. Oder sie haben absichtlich Autonummern oder Häusernummern oder Tattoos mit der Zahl 666. Diese Menschen bekennen sich also heute schon ganz öffentlich zu Satan, der nach Aussage von unserem Herrn Jesus Christus in Johannes 8, Vers 44 ein Menschenmörder von Anfang an ist. Sie sagen also mit dieser Zahl ganz unverblümt, dass sie viele Menschen ermorden wollen und gelten teilweise trotzdem noch als Philanthropen. Das funktioniert nur, weil die Zuhörer entweder die Bibel nicht kennen oder Gott nicht glauben wollen. Für mich ist es immer wieder unfassbar, wie selbst Christen solche offensichtlichen Satanisten für gute Menschen halten. Hieran sehen wir aber auch, wie weit wir schon zu diesem Punkt in dem prophezeiten Zeitablauf vorgedrungen sind. Und unsere Entrückung ist noch weit davor. Bei all diesen Offensichtlichkeiten muss ich immer an das Wort von unserem Herrn Jesus Christus in Lukas 21, Vers 28 denken. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. In diesem Sinne, Maranatha!